mit dem Wohnmobil auf Rügen. Hallo, wir sind jetzt auf unserem ersten Stellplatz auf dem Weg nach Rügen angekommen, am Boddenweg. Und der ist total schnuggelig hier. Ich zeige euch mal, wie der aussieht, weil das ist echt was Besonderes, was die hier gebaut haben. Also, aufgepasst. Sogar sowas wie eine Abspielküche oder sowas dabei, gell? Ja. Echt total hübsch gemacht hier auch mit den Bänken und mit der Grillstelle. Richtig schnuckelig. Beine amputiert. Hier die ganze Zeit bei Seegang Treppe auf und Treppe ab. Das ist auch nicht ganz so angenehm. Hier haben die geschlafen. Boah. Die Armsäcke. Das ist jetzt das Logbuch, wo du reinschreibst. Ne? Es war ja echt cool jetzt auf dem Schiff, aber so ein bisschen schwindelig war es mir da. Ich weiß auch nicht. Der Kalle hat auch gesagt, dass es ihm so ein bisschen mulmig war. Warum auch immer. Keine Ahnung. Die Restaurierung dieses Hauses ist im Herbst 1991 abgeschlossen worden. Ist die Figur erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wir hauen jetzt rein hier. Lecker, lecker. Geht's los? Mietwagen steht bereit. Max guckt auch schon. Hallo, hallo Max. So, mit dem Auto erkunden wir jetzt die Gegend hier. Super Stellplatz. Auf jeden Fall total cool.
Das hier vorne soll jetzt der Sachsenblick sein. Haben früher die ganzen Sachsen immer geguckt, wie die Fähren nach Dänemark abgefertigt wurden. So, jetzt sind wir in Prora, in diesem berühmten NS-Urlaubsort. Keine Ahnung, was damals gebaut wurde. Das gucken wir uns jetzt mal an. Als Zubringer dient der Jagdschuss-Express und der rasende Roland. Dies der Fürst Wilhelm Meis I. zu Frankfurt im 19. Jahrhundert das Jagdschloss Granitz errichtet. Schönen Wald, laufen wir zurück zum Parkplatz. Wir sind jetzt noch mal nach Celine gefahren, weil wir uns diese Seebrücke anschauen wollen. Und das ist ja wirklich ein wunderschönes Ostseebad mit ganz alten Villen, einer schönen Prachtmeile. Und jetzt gucken wir uns mal diese tolle Seebrücke da an. Nee, an den Strand gehen wir jetzt nicht, wir gehen jetzt zur Seebrücke. So, Familie B bei der Hausarbeit. Anders wie zu Hause spült hier der Papa ab. Ach nee, zu Hause macht er das ja auch. Räumt er die Spülmaschine ein. Ja, das ist aber der Knecht. Im Wohnmobil oder im Urlaub ist das ja alles anders als zu Hause. Da soll man soll im Urlaub immer das machen, was man zu Hause nicht macht. So, und da sind die drei berühmten Leuchttürme, die einzigartig sind hier im Frühling. So drei Türme nebeneinander. Die gehen wir uns jetzt angucken. Das ist jetzt der erste Leuchtturm, oder? Und drei davon gibt es an der Zahl. So. Hier sieht man nochmal alle drei Türme schön. Wir sind jetzt durchgefroren und haben alles gesehen und gehen jetzt zurück zum Auto. Und vielleicht gibt der Papa noch einen Kaffee aus und ein Stück Kuchen. Hier ist ein englisches Café. Wir schießen alle mit meinem ganz Gewehr ab. Toll. Piu, piu. So.
Ja, und das war auch schon unser kleiner Reisebericht von unserem Wohnmobilurlaub auf Rügen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Däumchen nach oben schenkt. Ansonsten abonniert doch gerne unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es mal wieder was Neues gibt. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann!